Wir kommen heute zur ersten Folge von Path of Exile in der Abyss League. Und ja, ich starte jetzt mit meiner Skion das erste Mal in die Abyss League. Und ja, mal sehen, ob ich sie dieses Mal bis zur Atlas of Worlds dann schaffe und dort den Großteil dieser League überhaupt spielen kann. Das meiste in der Abyss League geht ja dann darum, dass der Krieg auf dem Atlas stattfindet, auf der Weltkarte mit den vielen verschiedenen Maps, wo auch 32 dazugekommen sind. Und ja, also mal sehen, wie viel ich in dieser League beitragen kann. Why not just execute us and be done with it, Dominus? So it's true. Dead men walk in Rayclast. Mal sehen, wie lange es dann braucht, um die Challenges wirklich abzuschließen. Beziehungsweise wie weit ich überhaupt komme. Weil bisher war es so. Ich glaube, in den 20ern oder so weiter bin ich schon gewesen, was die Challenges mal anging. Beim letzten natürlich noch nicht so weit. Ja, dass die Fläschchen jetzt hier unten so einen Counterbalken haben, ist auf jeden Fall auch neu. Also mal sehen, wann ich dann den ersten Abyss, den ersten Abgrund sehe oder ihm begegne. Und der sich dann eventuell auftut oder nur ein paar Monster rauskommen oder wie auch immer das dann genau abläuft. So, da ist dann der erste Boss, natürlich Hillock wieder. Okay, gleich ist er weg. Ich habe keinen Mana mehr. Super. Okay. I'll not be joining you today, dead man. Gut, dann kann ich gleich schon mal auf die Sachen umstellen, die ich normal benutzen werde. Und zwar vor allen Dingen Schild und Energy. Energy Schild halt. Also die Magie-Sachen. Und ja, die blaue lasse ich dann gleich schon mal liegen. So, als erstes werde ich mich dann hier wieder auf den Weg machen, die Lebensregeneration einzusammeln. Fine work with Hillock. Oh, das haben sie auch geändert, die Fenster. Das heißt, da ist nicht mehr so dieser normale Step, sondern tatsächlich so eine Auswahl. Ja, den Lavaschlag werde ich erstmal eine Weile benutzen. Wobei Blitzranken wird mir wahrscheinlich länger erhalten bleiben. Auf jeden Fall sieht es cooler aus. Sie haben es ja überarbeitet, glaube ich, auch bei diesem. Das heißt, die Lightning Tendrils sehen jetzt auf jeden Fall deutlich schöner aus. I have nothing more to give. Aber natürlich brauche ich dazu einiges an Mana. Ah, das haben sie gezeigt. Wobei ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich verbrennen kann oder nur seine Farbe wechselt. Doch, es verbrennt. Dinger sind danach weg. Cool. Dann macht es doch Spaß, gleich mal ein bisschen hier die Sachen abzufackeln. Und auszuprobieren, bis zu welcher Größe ich was abfackeln kann. Ja, schon die erste. Das erste Teil der Challenges abgeschlossen. Ein Währungsgegenstand benutzt, die Umwandlungssphäre. Da schwirrt doch irgendwas rum. Ah, okay, dann ist das da so ein Crack. Also noch auffälliger als nur so ein Steinklumpen. Und sogar ein grüner Punkt auf der Map.
Okay, also dann die erste Abyss geöffnet. Mal gucken. Eine Aufwertungssphäre. Okay. Okay, die kriege ich relativ gut klein. Oh, jetzt geht das Ding schon zu, oder was? Oder ist es jetzt weitergelaufen? Okay, wie weit läuft das normal? Boah. Okay, hier ist verschlossen. Und da kommt jetzt ein größeres, noch ein größeres raus. Okay. War's das? War ich jetzt zu langsam oder war das alles? Ah, der hat schon Bewegungsgeschwindigkeit drin. Das ist ja schön. Und dann das nächste Element abgeschlossen. Die Aufwertungssphäre erledigt. Aber das war noch nicht meine erste Truhe, sondern dazu muss ich irgendwie in den Abgrund reinkommen. So, dann kann ich gleich noch das Rezept verkaufen. Und damit ist das nächste abgeschlossen. Das ist jetzt dann eines der Händlerrezepte. Ich habe eine Begegnung absolviert. Ich habe einen Schrein berührt. Oh, das ist noch gar kein Boss. Eine Karui-Seele ohne Boss. Haben sie anscheinend die Schwierigkeiten auch nochmal genervt. Und das alles noch. Oh, Scheiße! Gleich am Anfang eine einstürzende Höhle. Ich glaube ja, aber ich spinne. Dafür kein Boss, aber eine einstürzende Höhle. Ich finde es klasse. Ist ja schön, dass deine Begleiter hier in der anderen Ecke liegen. Zeig mal. Also hängt das jetzt davon ab, wie schnell ich die Monster kille, oder hängt das davon ab, ob ich dem Riss folge, dass der weitergeht? Hey, Truhe aus der Tiefe. Das heißt, ich muss wahrscheinlich doch ziemlich zügig die Sachen am Ende killen und dem Riss folgen. Also mal gucken, was die Truhe für mich bereithält. Jawohl, ein 20er Goldgürtel. Okay, damit ist... jetzt sind die ausgeblendet. Da oben. Genau, also die Truhen der Tiefe sind jetzt abgeschlossen. Schlickrücken. So, jetzt habe ich zumindest meine Mana- und Lebensregeneration fertig. Jetzt kann ich hier oben dann die Intelligenzpunkte holen. Gebiete können Abgründe enthalten. Ja. Die Frage ist natürlich, wie viele? Also. Ein Goldi.
hat der denn da für komische grüne Leuchtdinger? Okay. Ein seltener Drescher. Und da kommt noch ein Goldi. Ach, der nächste. Nächste Talerrungenschaft abgeschlossen. Und wo geht das Ding jetzt weiter? Ah, meine Kiste kommt schon. Gut. Seltener lichtschluckender Albtraum. Was für Bezeichnung. Unglaublich. Also, was hast du? Oh. Ich dachte, den gibt's erst später. Jetzt schon eine Abgrund-Item. Nicht schlecht. Und mit dem ersten Juwel. 10% zu Feuer- und Blitzwiderstand. Cool. Damit sind natürlich gleich ein paar Errungenschaftsfragmente abgeschlossen. So, gerade nochmal nachschauen. Also, welche sind da jetzt? Okay, Abgrundjuwel und in den Fertigkeitenbaum. Ach stimmt, da kann ich die ja auch reinsetzen. Dann kann ich die ja schon benutzen. Coole Sache. Abgrundjuwelen. Gleich wieder eine Errungenschaft abgeschlossen. Die natürlich dann sofort ausgeblendet wird. Okay. So, und der andere war Abgrundjuwel identifiziert. Jawohl. Und schon zwei Abgrundmonster erledigt. Naja, das werden die Unix sein, die werden wahrscheinlich deutlich später erst auftauchen. Ja, die Blutdinger. Okay, jetzt ist er. Ja. Eine weitere Begegnung abgeschlossen. So, was für Begegnungen gehören da jetzt noch dazu? Eine Blutliniengruppe und einen Verbannten killen. You managed to kill a granddaddy crab. Jupp. A necromancer. Jupp. I've traveled inland. Okay. Schließe diese Quest ab. Drecksarbeit abgeschlossen. Was habt ihr da noch für... Das sind die ganzen Nebenquests, glaube ich. Ja, damit man die natürlich auch alle durchspielt. Na, wieder Angriffe, das nützt mir doch nichts. Okay, weitere Währung abgeschlossen. Das ist schon besser. Bin ja mal gespannt, wie gut die Karte über die Struktur oder wie gut die Abyss über die Kartenstruktur Bescheid weiß, dass sie natürlich nicht durch den Rand schießt, sondern so verläuft, dass sie irgendwie der Karte folgt. Ah ja. Der ist jetzt einfach durch die Falle durchgelaufen. Okay, der ist es weitergegangen. Also ich muss auf jeden Fall nicht unbedingt das große Monster killen. Ich muss bloß eine gewisse Anzahl von Monstern killen, bis das Ding irgendwie aufgeladen ist. Und kann mich um die notfalls auch später noch kümmern. Ja, ist auf jeden Fall cool, wie er die hier durchgebracht hat. Okay, da kommt schon mein... Habe ich das richtig gesehen? Kommt da so eine Platte hoch? Okay. Ein Quecksilberfläschchen noch. Und, was ist drin? Noch mehr von diesen Juwelen schon. Ui. Und noch, also die scheinen ja echt häufig dann zu sein. Ich dachte, die wären seltener. So, ein Goldener müsste noch da hinten geblieben sein. Ja. Okay, der ist jetzt hängen geblieben. Aber
der anscheinend nicht. Abgrundmonster, seltener Schlachtschlund. 10 Stärke, verringerte Betäubungsschwelle bei Gegnern, meine Wiederherstellung. So, jetzt noch 3 Schock. Magisches Juwel und dann noch ein goldenes. Kann ich hier die ganzen Wiesen abfackeln? Nettes kleines Gimmick, was wir da eingebaut haben. Ach, da geht der schnell runter. Okay, dann mal los. Oh, da ist noch eine Essenz. Okay, jetzt schon weitergegangen. Wir haben noch Nebenschlupflöcher. Ui. That felt disturbingly good. Ja. Ui, was für ein Chaos. Aber meine Truhe habe ich bekommen und gehe fast drauf. So, dann kriege ich jetzt meinen Schadensbonus. Okay, da kommt jetzt gleich der Bogenschütze. Hey, was ist denn das für eine Kiste? So. Ja, ich bin ja gleich da. So, die Typen noch erledigen, bevor ich weiterlaufe, damit der Faun sie nicht alle abmuckst und ich mir die XP einsammeln kann. Ha, die zwei habe ich nicht mehr erwischt. Erledigt. Thank you for freeing me. Da ist noch ein Aufriss. Und der Typ natürlich. Klapperer. Nein. Komm, nah an Sicht. Natürlich die Frage, welches Item sich noch lohnt, um nochmal aufgestuft zu werden. Von dem Standard-Item her. Eine geölte Weste vielleicht. Gucken wir mal. Ziemlich einfache Attribute. Aber auf jeden Fall besser als das, was da ist. So, als nächstes geht es jetzt hier an der Seite vorbei. Einmal noch hier oben dann den Schild mitnehmen und danach hier oben in den Witch-Bereich. God bless you on this fine day, Exile. Hey, Elrond! Wie geht's, alter Knabe? Haben wir wieder ein paar Relikte kaputt zu machen, ne? Na los. So. Nummer 1 ist kaputt. Nummer 2 ebenso. Und Nummer 3 kriegen wir auch gleich klein. That was some damn divine. You will know my misery. Come and share it with me. Let
face you. Ui. Ha. You remind me of my ex-husband. Okay, während ich laufe, habe ich mehr Mana-Regeneration. Das ist für den jetzigen Bild nicht sehr sinnvoll. Weil wenn ich beim Kanalisieren ja eh stehe, dann habe ich ja gerade dann nicht den Bonus, wenn ich ihn brauche. Oh, da ist noch der... Die brennende Gefahr. Brennt die auch die Dinger nieder? Nee. Eigentlich müssen die ja auch das ganze Gelände in Flammen setzen. Ha, da wird meine nächste Begegnung fällig. Ja, töte eine Blutlinie. What? Geht weiter. Oh, da ist ein erster Verbannter. Damit sind die Begegnungen dann zwar abgeschlossen, aber im Moment ist der etwas gefährlich. Ha. Herausforderung abgeschlossen. Und das nächste magische Juwel der mörderischen Augen abgeschlossen. Hey, zusätzlich... Achso, mit Dolchen. Hm, sehr lustig. Habe ich doch gar nicht in Verwendung. Power corrupts and corruption empowers. Hm, Stufe 15 schon. Dann gibt es bald den nächsten großen Knoten, dass ich auch vor allen Dingen mich schneller bewegen kann. Das heißt, die Debuffs werden jetzt in der zweiten Reihe angezeigt. Natürlich praktisch, dann sieht man sie auch besser. Auch wenn ich meistens gar nicht so viele Auren oder anderen Sachen aktiv habe. Okay, jetzt habe ich... Angsteinflößen hatte ich doch schon. Ah, okay, das eine war das seltene Juwel. Das heißt, mir fehlen jetzt noch drei goldene, dann ist der Punkt schon abgeschlossen. Da habe ich schon noch ein goldenes für die mörderischen Augen. Ja, damit ist der nächste Punkt erledigt. My Allflame, my blessed damned Allflame. Please understand. Ja, das geht alles noch recht einfach. Shore leave is over, Captain. This is love's true faith! Your flesh is ours! Das glaube ich nicht. Dinner is served, children! Tja, alles nur Lug und Trug.
waren denn die netten Sachen, die da gerade um mich rumgeflogen sind? Gleich ist vorbei, Mary. Why must men turn us into monsters? So, 3 von 40 schon mal abgeschlossen als Ergebnis des ersten Aktes. Und natürlich ein paar andere schon in der Pipeline. Das heißt, von den Golden fehlt mir nur noch eine Schachtflügelerin Matriarchin. Und dann kommen bloß noch irgendwann die anderen Unique Abyss Monster. Ein brutales Schreien. Oh, das ist ja Eisnova genial. Weil wenn ich mit der Kritz mache, dann zerbröseln die ganz schnell. Da wäre es schön, jetzt noch einen von diesen Abgründen zu haben. Aber leider sind 16 Sekunden schon wieder rum. Oh, die Giftspinne. Geschafft. Ich habe Gegenstände aus Wahlnebengebieten. Was soll ich denn da noch alles dann holen? Ah, hier oben ist das. Okay, das heißt, ich muss bloß noch ein Fragment finden. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ja, irgendwie scheint das bei dem gerade anders zu sein. Das verbrennt irgendwie anders. There's no resting on your laurels in Rayclast. Und mein Schildbonus. So, eine weitere Quest abgeschlossen. Soweit also heute die erste Runde in der neuen Abyss League. Neither the time nor the place. Und ja, die ersten 3 sind schon abgeschlossen. Und die nächsten in Arbeit. Ja, mal schauen, wie lange es dann dauert und wie weit ich damit komme. 100 Abgründe. Ach so, in Karten. Okay. Und 100 beliebige einzigartige Gegenstände identifizieren. Naja, mal schauen. Ich hoffe, dass ich dieses Mal deutlich weiterkomme als bei der letzten League. Und dann auch diese Items freischalten kann. Mal sehen. Also soweit für heute erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.